Leute, was geht ab? Marcel am Start und willkommen zu einem neuen Gaming-Video auf meinem Gaming-Kanal, Leute. Heute spielen wir mal wieder Minecraft, Leute. Ihr seht, unser Haus sieht komplett anders aus, Leute. Früher war es ja echt klein, Leute. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal rein und schaut euch an, wie schön das eigentlich gebaut ist. Ich und meine Mods haben privat gespielt und guckt euch einfach mal an. Wenn ihr einfach mal hier drüber lauft, ihr seht so krass hier. Genau, hier sind Schnellbetten, auch hier sogar noch mit lila beschriftet. Und hier sollte eigentlich auch ein Raum sein, aber der ist noch nicht fertig. Dann gehen wir hier einmal nach oben und ihr seht, was habe ich für euch privat gemacht? Richtig, ich war in der Höhle drin, hab Zauberbuch gefunden und irgend so ein verbessertes goldene Spitzhacke. Und ihr seht auch hier Goldmelonen und CDs und so, was auch immer, Leute. Hier auch Betten, Leute. Und hier auch auf jeden Fall hier meine Truhe von dem Moderator hier seine Truhe. Und falls ihr jetzt, wenn ihr es wissen wollt, wie das Lager aussieht und wie der Nether aussieht, ich zeige es nochmal ganz kurz. Und hier sollte eigentlich auch ein Raum sein, aber ist noch nicht fertig. Und hier auf jeden Fall auch so ein krass gebaut. Hier sind so ein paar Schnelltruhen oder so. Und guckt euch einfach mal an, wie der Lager aussieht. Ja, er ist jetzt noch nicht fertig, aber auf jeden Fall ein bisschen krasser hier. Und hier auf jeden Fall auch hier diese Ding-Dong-Ding-Ding-Ding Sachen hier. Und genau, Leute, auf jeden Fall echt schön. Und wenn wir einmal hier rausgehen, ihr seht, so ein krasser Weg. Und das alles wurde so verändert. Ihr seht hier aus Zuckerrohr, hier eine Truhe mit den ganzen Sachen. Okay, was habe ich denn? Das habe ich hier nicht gesehen. Egal, guckt euch an, wie viel wir haben, Leute. Das ist so krass, ey. Ich meine, so viel hatten wir noch nie gehabt, Leute. Und auf jeden Fall echt ein krasses Haus, Leute. Auf jeden Fall danke nochmal an meine Mods, die es hier auch für mich auch gemacht haben. Und was ich auf jeden Fall auch danken muss, ist danke für die 100 Abonnenten, Leute. Wirklich, ich bin so dankbar, Leute. Aber ein Spezialvideo kommt auf jeden Fall noch online, Leute. Wenn ihr mehr Gaming-Videos sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Und genau, Leute, ich würde mal sagen, heute gehen wir wieder in den Nether rein und versuchen, diese schwarze Festung zu finden. Denn ich bin nicht alleine, hier ist auch noch mein Bro, aber ich weiß gerade nicht, was hier gerade abgeht. Ach, okay. Irgendwie gerade, ja. Holzkohle platzieren. Ich würde mal sagen, ich warte einfach mal auf meinen Bro. Und genau, Leute, den Nether wollte ich auch zeigen. Auch komplett anders gemacht. Also, wir gehen hier einfach rein und ihr seht ja auch überall Zäune. Oh, ich hoffe, Creeper gab es an, ne? Und hier ist der Nether, Leute. Also, echt schon schön gebaut. Hier überall mit den Steinen und so, dies, das, Leute. Ihr seht's. Boah, sieht auf jeden Fall echt schön aus, auf jeden Fall. Genau, also, ich warte hier auf meinen Bro und dann sehen wir uns gleich, wenn wir in den Nether drinne sind. Kleiner Zwischenstopp, Leute, und zwar hat mein Bro mir gesagt, dass wir ein Schild brauchen. Und ohne Schild sollen wir anscheinend nicht ins Nether reingehen. Und da will ich einfach mal sagen, ja, wir finden auf jeden Fall ein bisschen Eisen, Leute, machen uns ein Schild. Und dann sehen wir uns gleich, ja, wenn wir ein Schild gebaut haben und in den Nether reingegangen sind. Okay, Leute, ihr seht, wir haben jetzt hier ein Schild an der Hand und genau, wir sind jetzt hier im Nether gelandet. Und ihr seht, der Nether ist hier einfach mal kaputt gegangen, da ein Creeper da drin war und ich leider down gegangen bin. Privat habe ich da gezogen, habe meine Diamantenwaffe verloren, aber jetzt habe ich auf jeden Fall neue gefunden und da habe ich noch auf jeden Fall neue erstellt. Deswegen auch hier der zweite Nether. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt zu der schwarzen Festung, Leute, denn mein Moderator weiß, wo die schwarze Festung hier drinne ist, so gesagt, in diesem Nether. Aber ich habe es eigentlich nicht gewusst, aber der weiß es wahrscheinlich. Genau, ich habe auf jeden Fall hier noch einen Bogen und viele Pfeile dabei. Ich hoffe, es reicht für die Bogen. Ja, für die Gas, so gesagt, nicht für die Bogen. Also ich hoffe, die Pfeile reichen für diesen Bogen. Okay, das können wir auf jeden Fall auch noch abmachen, Leute. Wenn wir in den Nether drin sind, Leute. Genau, aber auf jeden Fall ist unser Ziel jetzt, die schwarze Festung zu finden und hoffen, dass wir irgendwann mal nochmal den Vita besiegen können. Für diesen Stern oder so. Oh, falsche Sachen. Falsche Waffen, so gesagt, genau. Folgen wir einfach mal hier meinem Bro nach, weil der weiß es sogar, sowieso. Okay, wahrscheinlich muss ich noch nicht zu hoch bauen. Wie soll ich mich am besten. Achso, nee, das ist hier so ein Checkpoint oder wie? Oder? Das habe ich nicht gesehen. Oder einfach rüberhüpfen. Genau. ja. Warte mal, ist das antiker Schrott? Ah, nee, wahrscheinlich nicht, oder? Ah, okay, dafür haben wir hier eine Brücke, Leute, ihr seht's. Hier wurde eine Brücke gebaut und, genau, wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Ich hoffe, es ist der richtige Weg. Okay, das können wir auch mal bauen. Dann baue ich hier mal die ab. Okay, diese Goldklumpen da, weil so, wenn ihr die Goldklumpen abmacht, kriegt ihr auch Gold. Also, damit kann man Goldbar machen und mit Goldbarren kann man auch Rüstung, so Waffen machen. Also, ihr kennt es ja schon sowieso. Genau, genau, folgen wir einfach mal hier meinen Bro nach. Okay, was ist das hier? Okay, das ist nur Quarz, hab's nicht gewusst. Okay, jetzt musst du hier hinlaufen. Okay. Ich hoffe, wir gehen nicht down, deswegen halte ich einfach mal hier meinen Bogen bereit. Der Schutzbogen, so gesagt, für die Ghasts, so gesagt, genau.
Okay, gebaut wird auf jeden Fall hier eine Treppe gebaut. Oder anscheinende, ja, Treppe. Aber wir brauchen es auf jeden Fall, Leute. Deswegen ist es wichtig. Okay, Leute, nach 100 Jahren sind wir hier einfach mal angekommen, Leute. Und ihr seht, wir haben hier diese schwarze Festung hier sogar gesagt gefunden. Und ich muss sagen, wir gehen einfach mal hier irgendwo rein. Genau, ihr seht, endlich haben wir das mal gefunden, auf jeden Fall. Danke an den Moderator Maxo fürs Finden. Und ihr seht, hier unten ist, also hier vorne, nicht hier unten, ist auch noch was. Und gehen wir einfach mal hier runter. Und er weiß auf jeden Fall vieles Bescheid, denn hier liegt... Warte, warte, kann ich die öffnen? Kann ich mal schauen, was da drin liegt? Auf jeden Fall nur eine Goldrüstung und so eine Pferderüstung. Auf jeden Fall nichts Besonderes. Aber egal, Leute. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt immer nach unten, Leute. Sehr wichtig, Leute. Ah, hier vorne liegt noch eine Truhe. Aber wir müssen aufpassen, denn wir müssen jetzt im Team zusammenbleiben. Und ihr seht, Feuerzeug ist... Ja. Oh, 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 aufpassen. Oh. Oh, ne. Pass auf, dass du down gehst. Oh, hier liegen auf jeden Fall hier Netherwarzen. Ich hoffe, du vergiftest jetzt nicht immer, oder? Oh, Diamanten. Leute, oh mein Gott. Zwei Diamanten. Oha. Okay. Krass auf jeden Fall. Aufpassen, 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 aufpassen bei mir. Okay, gut, 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 gut. Gehen wir mal nach vorne. Okay, ich hoffe, wir finden hier gutes Loot, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall gutes Loot, Leute, weil... Ja, wir brauchen auf jeden Fall guten Loot. Ja, ich habe schon dreimal gesagt, Digga. Kann doch nicht wahr sein hier. Oh, Lohe, 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 Lohe. Oh, oh, oh. Hinter dir, hinter dir. Den dürfen wir nicht kaputt machen, glaube ich. Ich glaube, den darf man nicht kaputt machen. Oh, hier oben ist so Skelette. Die kommen runter, pass auf. Oh, oh, oh. Also hier oben sind Skelette irgendwie. Warte mal, Leute. Oh, ne, oh, ne, oh, ne, oh, ne. Bitte, bitte. Nicht down gehen, okay? Oh, Trick 17 oder wie? Ja, Trick 17. Oh, ne, hier kommt einer hoch. Hab einen, alles gut. Hab auch Lohe. Genau das meinte ich auch mit diesen, Lohe hier, also diese Lohe-Route. Und daraus kann man sich hier dieses Lohnstaub machen. Wenn wir das einfach mal erstellen, dann brauchen wir noch auf jeden Fall Enderperlen und dieses, um dieses Enderauge erstellen zu können. Deswegen dürfen wir den auf jeden Fall nicht kaputt machen. Das ist sehr wichtig. Genau, Leute. Und Hauptsache haben wir Diamantensachen. Und ich muss sagen, wir gehen einfach mal ein bisschen weiter. Ich hoffe, das ist okay für dich. Genau, gehen wir mal ein bisschen weiter, Leute. Genau, wir brauchen auf jeden Fall auch guten Loot. So, gehen wir mal hier weiter, weiter, weiter. Okay, warte mal. Ich muss, glaube ich, hier zu meinem Bro gehen. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Genau. Ich hoffe mal. Oh, Lohe, Lohe. Genau. Oh, hä, warum ist hier Magma? Egal. Gehen wir mal hier weiter. Ah, ne, da waren wir ja schon, oder? Okay, pass auf jeden Fall. Ganz schnell hier, ganz schnell, ganz schnell. Okay, ich muss sagen, wir folgen auf einmal nach. Weil, ja, so was wir auf jeden Fall brauchen, ist auf jeden Fall dieses Gelbe. Deswegen. Oh, 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 oh. Ja, auch genügend, glaube ich, oder? Habe ich eins? Nee, aber ich habe davon zwei. Das ist gut. Ja, Goldapfel haben wir auch auf jeden Fall. So, auf jeden Fall hier. Aufpassen, Leute. Ja. Ich meine mein Bro. Nicht, Leute. Oh, hier ist Lohe, hier ist Lohe. Aufpassen. Oh, 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 pass auf. Hey. Oh, falsche Waffe. Nicht, dass du es alleine kämpfst. Pass auf. Geh mal zur Seite, geh mal zur Seite, geh zur Seite. Ich helf dir. Da ist keine Kiste, die Dodo. Selbst schuld. Hier ist auch ein Lohe. Geht auch auf jeden Fall. Wow, 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 wow. Oh mein Gott, Leute, wir müssen das echt konzentriert spielen. Ich zeig's euch aber alles. Oh, pass auf, drei Stück. Genau. Also den brauchen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, ich muss meinem Bro auch helfen. Aber eigentlich würde ich gerne loopen. Aber ich würde mal sagen, wir bleiben hier einfach mal stehen. Und genau, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir so richtig viel diese, ja, gelbe Stöcke haben und daraus hier dieses Lohe-Staub gemacht haben. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir haben hier mal den Nether hier echt gut gelootet. Und ich kann euch gleich zeigen, was wir hier so alles gefunden haben. Genau, aber hier greifen uns halt irgendwelche Schweine an. Dafür, oh, was macht das schon? Genau, ich kann es noch kurz zeigen. Also, wir haben hier 5 Diamanten gefunden. Hier irgendwie so eine Goldrüstung irgendwie, dann hier so irgendwie Pferderüstungen irgendwie und echt ganz viele Sachen, die ihr seht. Und ich würde mal einfach mal sagen, wir gehen raus, Leute, aus dem Nether.
Genau, kriegt jetzt eine Timelapse-Seite und dann seht ihr, wie ihr, ja, wie wir so gesagt den Nether verlassen. Okay Leute, wir sind jetzt raus aus dem Nether, könnt ihr auf jeden Fall sehen und ihr seht auch hier, ach mir folgt glaube ich safe eine Spinne nach, genau. Und ihr seht auf jeden Fall, und auf jeden Fall Leute, ihr seht, wir haben hier auf jeden Fall auch diese Lohnstaub und auf jeden Fall Lohnroute. Ich muss sagen, wir behalten einfach mal beides und 5 Diamanten Leute und hier auf jeden Fall noch Netherziegel und so. Und ich glaube, dass unser nächstes Ziel den Enderdrachen zu besiegen ist, also wir brauchen auf jeden Fall hier noch ein paar Enderperlen. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch das Ende finden, Leute. Also das Ende-Portal, so gesagt. Genau, sonst würde ich sagen, das war's mit meinem Gaming-Video. Hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr mehr Gaming-Videos sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Genau, sonst würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Gaming-Video. Ciao.